Ich würde den neuen Erstsemestern empfehlen, definitiv den Hochschulsport mitzumachen. Dort kann man ganz leicht seine ersten Kontakte kennenlernen und sich gleichzeitig noch gut körperlich ertüchtigen. Also was ich ganz besonders raten kann in Oldenburg, ist sich ein gutes Fahrrad zu holen, weil man nämlich jede Strecke am besten mit dem Fahrrad zurücklegen kann und die Busse auch nicht so gut sind. Daher, holt euch ein Fahrrad, es lohnt sich wirklich. Mein Tipp für euch ist, seid mutig und geht aufeinander zu. Gerade als Erstsemester ist es super wichtig, einfach Bekanntschaften zu knüpfen und neue Leute kennenzulernen. Und denkt daran, es geht allen so wie euch. Ihr fangt alle gerade erst mit dem Studium an. Ja, ich denke, ein guter Tipp ist auf jeden Fall, die Mensa zu nutzen. Ne? Die haben ein vielfältiges Angebot, vegetarisch, vegan, mit Fleisch, wenn man möchte. Jeden zweiten Tag gibt es immer irgendwie Pommes oder sowas Geiles. Da kann man sich echt richtig den Bauch vollschlagen. Ne? Ja, mein Tipp für die Erstsemester ist es, die O-Woche mitzumachen. Die ist mega, mega wichtig, um sich zu vernetzen, andere Leute kennenzulernen und Teams zu bilden für das Studium. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, mal im Asterland vorbeizuschauen. Das ist ein Schrebergarten von Studierende für Studierende und da könnt ihr das Gärtnern mal ausprobieren. Ein Tipp für die Erstsemester von mir wäre, sich über unterschiedliche Vereine, zum Beispiel sportliche Vereine oder anderes zu informieren und versuchen, da in Kontakt zu kommen und aktiv zu werden, was auch immer einen interessiert, ob es umweltspezifisch ist, politisch oder einfach sportlich oder musikalisch. Ein Tipp, und das war ein Fehler, den ich gemacht habe, ist Angst vor etwas zu fragen. Also wenn man etwas nicht weiß oder keine Ahnung, man kann einfach fragen, weil die Leute hier sehr, sehr angenehm ist. Mein Tipp für die Erstsemester ist, einfach mal in die Innenstadt zu gehen und die Partymeile zu erkunden. Das heißt also an der Waldstraße oder am Julius-Mosen-Platz einfach mal mit den Kommilitonen und Kommilitonen zusammen sich einen schönen Abend zu machen. Auf jeden Fall sollte man immer Schoki dabei haben. Immer.